Wir stehen nahe des Dreiländerecks Hessen, Bayern und Thüringen. Und wir gehen jetzt einfach mal von Thüringen aus nach Unterfranken. Wir überwinden hier jetzt die Grenze. Problemlos sind wir jetzt gleich in einem anderen Bundesland. Wir stehen am letzten Punkt für Thüringen oder damals die DDR. Das war der letzte Pfosten, der markierte, hier beginnt DDR-Gebiet. Es war auf jeden Fall ein bewegender Moment, als die Mauer fiel, weil sich das ja überhaupt niemand vorstellen konnte. Das war außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, dass plötzlich die Grenzen offen sind. Und für mich war es ein besonderes Erlebnis. Mensch, du kannst Hessen und Bayern, die Rhön, dort besuchen, sehen, was du sonst nur von Bergen aus gesehen hast. Das war das Erlebnis für mich. Und im März 1991, am 6. März, ist die Rhön schon Biosphärenreservat durch die UNESCO geworden. Da sind wir geadelt worden, ausgezeichnet worden. Der Fleiß der Leute hier wurde anerkannt für diese wunderbare Kulturlandschaft. Das ging in der Wende, gingen Dinge wesentlich schneller, als sie jetzt gehen. Ja, das ist so. Das ist ein Lebensjob. Der UNESCO-Stempel ist der internationale Stempel. Das ist das Alleinstellungsmerkmal für die Rhön. Wir schützen die natürliche und kulturelle Vielfalt. Wir forschen und überwachen, damit wir klare Daten und Fakten haben. Und wir machen natürlich Bildung für nachhaltige Entwicklung, sodass all diese Informationen, die wir gesammelt haben, auch bei Menschen ankommen. Als neuen Ansatz gibt es die Ausweisung von Biosphärenschulen und Kitas. Lehrerinnen und Lehrer bekommen Ausbildungen, sodass sie jeden Tag vorleben können, was Nachhaltigkeit bedeutet. Das Schöne an der Natur ist, dass man mit der Natur lebt, dass man etwas für seine Umwelt tun kann und damit auch etwas für den Menschen tun kann. Die Natur bedeutet Freiheit. Mitverantwortung ist der größte Schatz und wir können so viel von der Natur lernen.